Moin Moin und willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut, Freunde. Und habt ihr schon mal einen dicken Jungen gesehen, der weint, weil er die falschen Pancakes bekommen hat? Ich auch nicht. Die Kellnerin hat doch nur die falsche Soße drauf gemacht. Entspann dich doch. Ey, den Armen seine Welt bricht gerade zusammen. Naja, lieber bricht seine Welt zusammen als sein Stuhl. Und wo wir gerade so über Stühle reden. Also ich würde mal sagen, sie hat gewonnen. Dieser gottlose Sprung, ey, der hätte jetzt echt nicht unbedingt sein müssen, aber okay, gut, ist deine Show, ne? Wenn ihr dieses Video seht, denkt ihr euch sicherlich genauso wie ich, was soll hier passieren? Sieht doch alles ganz normal aus. Bro, du hast reingeschissen. Ich hab da nicht mal Mitleid. Wie kannst du diese riesige Kurve verkacken, Bro? Du Idiot. Guck doch jetzt mal, wie du dort liegst. Du bist offiziell der Idiot der Woche. Ey, kennt ihr diese Schaumstoffgruben in so Trampolinhallen? Dort kann man so reinspringen und Sprünge üben, ohne dass du dich halt verletzt. Meine Tante ist dort auch reingesprungen. Und ja, was soll ich euch jetzt sagen? 10 Minuten später kam sie halt immer noch nicht selber raus und ja, wir mussten sie retten. Plot Twist, wir haben es nicht geschafft. Sie liegt immer noch dort drinne. Leider bekommt sie niemand raus. Ach ja, mein Tantchen. Schön war es, dich kennenzulernen. Boah, wie cool. Sie bekommt die Ehre und darf die Shotgläser selber anstoßen. So, dass sie halt so richtig geil, satisfying in alle Drinks nacheinander poppen. Bro, also, was? Die hat alles auseinandergenommen. Oh my God, bro. Oh, hell no. Der Typ an der Bar hat sich gerade 30 Minuten die Mühe gemacht und alle Gläser perfekt gefüllt und aufgestellt. Und dann kommt sie. Der Arme muss jetzt alles noch wieder alleine aufwischen, weil es sein Job ist. Dickes F an diesem Bredort. Gott, esst auf gar keinen Fall vom Baum der Erkenntnis. Eva, 5 Minuten später. Lass es dir schmecken, Eva. Zum Glück war die Frucht ja nicht verboten oder so. Nice, da haben wir schon mal Eva aus der Neuzeit gefunden. Jetzt brauchen wir nur noch Adam. Und ich habe auch schon eine Idee, wer das sein könnte. Energy auf die 1. 3 neue Flavors, Zero Sugar, gib mir die Energy. Eiskalt genießen, öffne die Dose, starker Vitality. Sternzeichen, get on my level. Meine Damen und Herren, das hier ist Adam und Eva in der Frankfurt Edition. Das ist wortwörtlich gottlos. Ich rate mein Tinder-Date. Ihr glaubt nicht, was er gemacht hat. Auto und Abholung 6 von 10, kein AMG-Paket. Dein Ernst? Du gibst jetzt schon nur 6 von 10 Punkten bei der Abholung, weil es kein AMG ist? Was willst du alles haben im Leben? Guck dir doch mal das Auto von innen an. Der Innenraum alleine ist schon mehr wert als mein gesamtes Leben und du gibst ihm nur 6 von 10 Punkten? Was gibst du mir dann, wenn ich dich damit abholen komme? Auf der Rückbahn von dem Taxi wird gebounced, bounce, bounce, macht der Fahrer. AMG-Paket, Musik 0 von 10. Nein, 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 nein. Chapos wissen, wer der Babbo ist. Musik, 10 von 10. Location, nicht sein Ernst, oder? Öffnet mir die Türe. Bestellt Essen, hoffentlich auch für mich. Was hat der Ehrenbruder da bitte auch für ein krasses T-Shirt an? Wo bekomme ich das her? Ich brauche das unbedingt für mein nächstes Date. Was passiert denn jetzt? Besteck und Teller? T-Shirt 1 von 10. Wie jetzt T-Shirt 1 von 10? T-Shirt 10 von 10?
Kerze. Schon süß eigentlich. Wow, wow, wow. Wir haben hier einen Romantiker gefunden. Besteck, Teller, Servietten und sogar eine Kerze im Burger King. Ein wahrhaftiger Charmeur. Würdest du auf ein zweites Date? Ich würde, safe. Also an alle Jungs, die hier einen Crush haben, macht das Date einfach genau 1:1 nach, so wie er. 100% Erfolgsgarantie. Und wenn sie das halt nicht feiert, dann ist sie nicht die richtige, Bro. Vergiss sie. Such weiter. Blutgruppe Berlin. Ja, der Meinung bin ich auch. Was sind das für Moves? Das erinnert mich voll an dieses tanzende Skelett. Ja, wie gesagt, Blutgruppe Berlin oder Blutgruppe Duisburg. Ach ja, wo wir gerade schon so über Duisburg mal wieder reden, es gibt was Neues aus der Hood. Und zwar bin ich auf die Duisburger U-Bahn-Station gestoßen und naja, was dort so für Leute unterwegs sind, seht selbst. Ja, was guckst du mich denn so an, hä? Was guckst du mich an? Hey, hab ich irgendwas Komisches oder was? Nee, nee, nichts Komisches. Alles normal bei dir. Findest du mich oder was? 1 Minute. Hast du eine Macke? Hast du eine Macke oder was? Filmst du mich? Blutgruppe Duisburg. Wie schon gesagt, man merkt es mal wieder. Hast du eine Macke oder was? Filmst du mich? Goblin 2. Bruder, was hat sie am Ende für einen Anfall gehabt? Was für Goblin 2? Warum nicht Goblin 1? Was hast du gegen den ersten Teil? Das ist echt geisteskrank, was da abging. Goblin 2. Und glaubt mir mal, wenn ich euch sage, dass alle Menschen in Duisburg genauso drauf sind. Jetzt mal eine ernst gemeinte Frage. Habe ich hier wirklich Zuschauer, die in Duisburg leben? Falls ja, schreibt es in die Kommentare und mein Beileid schon mal. Danke für die Information. Weitermachen. Cool. Wisst ihr, was ehrenlos ist? Die Instagram-Kommentarfunktion. Und wer hier ab und zu sich mal ein paar Instagram-Reels reinzieht, der weiß ganz genau, wovon ich rede. Man findet irgendein random Video, öffnet die Kommentare und dort ist immer gottlose Sch*** vorprogrammiert. Wie zum Beispiel hier. Was ist das? Olivia. Das ist echt ehrenlos, aber es ist halt wirklich 1:1. Oder bei diesem Video. Ich denke mir echt nichts Böses so, ja? Die Gesichter sind halt ein bisschen rund. Ich öffne die Kommentare. Ey, es ist wirklich 1:1. Kein Unterschied. Ja, Freunde, ich öffne die Kommentare. Instagram hat wirklich offiziell die geilste Kommentarsektion. Da kommt keine andere App ran. Life is good. Yo, sogar das Hühnchen hat einen besseren Cut bekommen als der Typ aus dem letzten Video. Ich glaube, das kleine Küken hier hat morgen ein Vorstellungsgespräch. Und wisst ihr, wo es ein Vorstellungsgespräch hat? Es gibt Döner? Ist das ein Döner? Oder ich glaube schon, das ist ein Döner. Schatz, ich bin wieder zu Hause. Ich habe einen Döner. Habe ich das richtig gehört? Döner? Oh Gott. Ja, du hast richtig gehört. Es gibt Döner. Ich kann das alles nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Diese schauspielerische Leistung war mal wieder on top. 10 von 10. Ja, du hast richtig gehört, es gibt Döner. Döner! Ja! Döner!
Freunde, an alle, die jetzt einen Daumen nach oben geben, ich bring euch noch heute persönlich einen Döner vorbei. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen. Bis zum Ende gucken, ihr wisst Bescheid. Ich küsse doch eure Augen. Wir sehen uns morgen wieder, pünktlich um 14 Uhr. Tschüss.